Hallo im Küchengarten. Über die Zeit habe ich ja wirklich so einiges in Bezug auf den Kartoffelanbau hier bei mir im Hausgarten versucht. Da waren zuerst einmal die Kartoffeltürme ein wahnsinnig aufwendiges Projekt. Ich habe so fest dran geglaubt und habe mir gleich 5 Stück davon gebaut. Meine Jungmannschaft, die fleißig geholfen hat, jammert jetzt noch, was das für eine Arbeit war. Leider war das der totale Reinfall, weil in diesem Jahr hat es so viel geregnet und mir sind die ganzen Setzkartoffeln in diesen Kartoffeltürmen verfault. Die Ernte war gleich null, sehr traurig. Im nächsten Jahr habe ich es dann mit Pflanzsäcken versucht, also recycelten Blumenerdesäcken. In dem Jahr war wieder das andere Extrem, da war es so wahnsinnig trocken. Ich habe zwar einen eher schattigen Standort gewählt, aber das Gießen dann doch etwas vernachlässigt, weil ich eben Angst hatte, sie verfaulen mir wieder. Die Ernte war auch total minim, gar nicht nennenswert. In diesem Jahr habe ich es mit den Frühkartoffeln unter Heu probiert. Jetzt habe ich mich auch wieder gefürchtet, dass alles verfault, weil es nur geregnet hat die letzten Wochen. Aber zu meiner Freude sieht man schon das erste Grün, was unter dem Heu hervorschaut. Ihr kennt mich, ich gebe nicht auf. Ich probiere dieses Jahr eine neue Methode, von der ich wirklich sehr Gutes gehört habe im Kleingartenbereich, im Hausgarten, wo man wenig Platz hat. Und zwar ist das Kartoffeln in Tonnen anzubauen. Der Vorteil hiervon ist, dass man flexibel ist, man kann sie immer dorthin stellen, wo sie nicht im Weg sind oder wo die Sonne, die Wetterlage gerade gut ist. Sie brauchen auch nicht so viel Platz und man kann, was für mich ein großer Vorteil ist, die Kartoffeln erstens versetzt einpflanzen und hat dadurch auch eine versetzte Ernte. Viele lassen die Kartoffeln dann wirklich einfach so lange in dem Erdkübel drinnen, bis sie gebraucht werden. Ich bin wieder total positiver Dinge und nehme euch natürlich beim Pflanzen und dann auch bei der Ernte mit. Ich möchte euch einige Tipps geben, in was für einem Substrat man sie pflanzt, wie man sie düngt, wie man sie pflegt während der Saison. Und dann hoffe ich, dass ich diesmal die richtige Methode für mich gefunden habe und eine reiche Kartoffelernte hier bei mir im kleinen Hausgarten einfahren kann. So, zuerst habe ich hier mal so 20 Liter Maurerkübel aus recyceltem Kunststoff. 20 Kilo sind noch schön handlich für mich, damit ich sie auch selbst noch herumtragen kann, wenn ich muss. Die haben jetzt natürlich keine Drainagelöcher, aber das geht recht einfach. Die bohre ich mir jetzt hier hinein. Denn was Kartoffeln überhaupt nicht mögen, ist natürlich Staunässe. Und diese Größe von 20 Litern reicht genau für eine Saatkartoffel. Ja, und dann hatte ich das große Glück, mein Mann hat mir wieder einen ganzen Anhänger Grünschnittkompost von unserer Verwertanlage, wo die ganze Grünabfuhr hinkommt und das dort kompostiert wird, geholt. Einerseits verwende ich das zum Aufwerten meiner Gemüsebeete, zum Mulchen meiner Gemüsebeete, zum Aufwerten mittels Bokashi. Da gibt es ein Video drüber, das verlinke ich euch oben in der Ecke. Und jetzt möchte ich auch meine Kartoffeln da drin pflanzen. Von diesem Grünschnitthumus fülle ich meine Tonne nun mal zu einem Drittel an. Dann gebe ich auch noch ausreichend von meinem organischen Dünger dazu. Das ist ein Around-Gemüsedünger, der zusätzlich noch Wurmhumus und Pilzmyzel enthält, was ein reiches Wachstum garantieren soll. Und da die Kartoffeln ja Starkzehrer sind, brauchen sie das. Ich dünge dann während dem Wachstum auch noch nach mit einer Pflanzenjauche. Da zeige ich euch später, wie man die ganz einfach und schnell selbst herstellen kann. Hier habe ich nun meine
Pflanzkartoffel, das ist eine rote Emalie, schon schön vorgetrieben. Dadurch wird sie jetzt einfach schneller an die Nährstoffe kommen und schneller wachsen. Die lege ich jetzt hier mittig hinein und dann bedecke ich sie weiterhin mit meinem Kompost. Der ist auch noch schön feucht. Nach der nächsten Lage wieder eine Handvoll Dünger. Viele machen das so, dass sie zuerst die Kartoffel nur mit einer kleinen Schicht Erde bedecken und dann, sobald das Grün herausschaut, weiter anhäufeln. Diese Arbeit erspare ich mir. Ich fülle den Topf gleich bis oben hin mit Erde. Ein bisschen verdichten, damit es nachher nicht so stark absackt. Später, wenn ich das nächste Mal Rasen gemäht habe, kommt hier auch noch eine schöne Schicht Rasenschnitt drauf, damit die Erde nicht so schnell austrocknet. Hier in meiner Hauswand habe ich noch ein Plätzchen. Jetzt wird der Kübel noch beschriftet und dann war's das. Dann kann ich die Kartoffeln zufrieden lassen, bis sie das nächste Mal Dünger brauchen. Hier seht ihr, habe ich schon einige Töpfe bepflanzt, alle versetzt. Da habe ich vorne immer die Sorte draufgeschrieben, weil ich dieses Jahr auch verschiedene habe. Und auf der Rückseite steht das Datum, wann ich sie ausgepflanzt habe, wann ich sie gesteckt habe, damit ich dann auch weiß, wann ich sie ernten kann. Und wie man hier sieht, kommen bei den meisten, kommt schon wirklich schön das Grün raus. Sie stehen hier südseitig, also von dort drüben kommt die Sonne wunderbar hierher. Hier hatte ich auch einen Platz frei. Hier ist mal alles voll, deswegen habe ich dann drüben an der Hauswand noch weitere Tonnen hingestellt. Und abgemulcht habe ich das Ganze mit Grasschnitt, damit die Wasserverdunstung nicht ganz so hoch ist. War bis jetzt kein Problem, weil es wie gesagt ziemlich geregnet hat. Aber je wärmer es wird, desto stärker wird hier natürlich die Hitzeentwicklung, vor allem weil die Tonnen ja auch schwarz sind. Hier steht auch noch ein altes Fass, welches ich in die Hälfte geschnitten habe und ebenfalls als Kartoffeltonne verwende. Das ist groß genug. Hier habe ich mit 3 Saatkartoffeln gearbeitet. Dekorativ ist es außerdem auch noch. Und für meinen selbstgemachten Dünger habe ich hier so einen 10-Liter-Topf, einen alten, mit passendem Deckel. Und dieser Dünger ist wirklich das Beste, was ihr in einem Naturgarten machen könnt. Der ist gratis, enthält alle Nährstoffe, die die Pflanzen zum Wachstum brauchen. Schaut euch mal an, wie toll mein Beinwell so früh im Jahr schon gewachsen ist. Der blüht jetzt und ist ein Magnet für Hummeln und Bienen. Da habe ich einmal ein Video drüber gemacht, dass diese Pflanze unbedingt in jeden Naturgarten gehört. Schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Ja, und dieser Dünger geht ganz schnell. Dann nehme ich großzügig Borage, der wächst eh ziemlich schnell wieder nach. Einfach den gesamten, jedes Teil. Durch die Vergärung werden auch Wurzelreste und Blüten unschädlich gemacht. Also ihr braucht nicht Angst haben, dass ihr euch den dann im Garten verteilt. Und sieben tut man ja die Jauche sowieso auch noch zusätzlich. Schneide ich mir hier großzügig meinen Beinwell ab, schneide ihn dann in kleinere Stückchen, damit das Rühren der Jauche besser funktioniert. Ich selbst gebe dann noch Brennnessel hinein, die habe ich im Garten. Auch Ackerschachtelhalm ist natürlich super, weil der so reich an Kieselsäure ist. Giersch kann man hineingeben. Auch Kohlblätter sind zum Beispiel
sehr gut in solchen Jauchen. Ich füge dann immer noch etwas Urgesteinsmehl hinzu. Das gibt der Jauche zusätzliche Mineralstoffe, aber in erster Linie bindet sie diesen extrem stinkigen Geruch der Jauche. Das ist nach persönlichem Gusto, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Sie wirkt auch genauso gut ohne das Urgesteinsmehl. Und dann fülle ich meinen Topf mit Regenwasser komplett auf. Einmal gut durchrühren. Deckel drauf und das Ganze an einem warmen, sonnigen Standort gären lassen. Einmal täglich umrühren und das für circa 2 Wochen, dann ist die Jauche fertig. Ein weiterer Indikator dafür, dass sie fertig ist, ist jener, dass sie nicht mehr schäumt, dass sich keine Bläschen mehr bilden. Dann könnt ihr die festen Bestandteile abseihen. Ich verwende das dann immer als Mulch bei meinen Beerensträuchern. Und zum Düngen all meiner Gemüsepflanzen, aber vor allem der Starkzehrer, verdünne ich die Jauche dann mit Regenwasser. Beim Gießen passt gerne darauf auf, dass ihr die Jauche nicht auf die Blätter bekommt, weil bei sehr sonnigen Tagen, bei sehr heißen Tagen können die Blätter dann verbrennen. Schön, dass ihr heute beim Kartoffelstecken mit dabei wart. Sagt mir doch gerne unten in den Kommentaren, wie ihr eure Kartoffeln in diesem Jahr pflanzt. Vielleicht ist da noch der ein oder andere Tipp für mich dabei, was ich im nächsten Jahr probieren könnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihm doch gerne einen Daumen rauf und ein Like da. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Freude in der nun arbeitsintensivsten Zeit im Hausgarten und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!